Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich habe heute nach einer Ewigkeit mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar über einen Psychothriller. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich muss ja sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Fan von Psychothrillern werde. Einfach, weil es eigentlich nicht so mein Genre ist und ich auch blutige Sachen eigentlich gar nicht so abhaben kann. Es ist, ich bin da tatsächlich ein bisschen empfindlich, was so Splatter, Blut, Horror, Psycho angeht, sag ich mal. Allerdings habe ich einen netten Autoren kennengelernt, der mich vom Gegenteil überzeugen konnte. Und zwar ist von Wolf Dawn die Rede. Mein allererstes Buch, das ich von ihm gelesen habe, war Mein böses Herz, ein Jugendthriller. Das habe ich verschlungen und meine Schwester danach direkt auch. Dann habe ich sein allererstes Buch gelesen, Trigger. Das habe ich innerhalb von einer Nacht beendet. Daraufhin habe ich sein zweites Buch, Kalte Stille, gelesen und im Anschluss kam dann Dunkler Wahn, sein drittes Buch. Ich habe tatsächlich bisher jedes Buch von ihm sehr, sehr gerne gelesen und jetzt, weil ich spontan den Gedanken hatte, Mensch, ich könnte mal wieder einen Psychothriller lesen. Witzig, dass ich diese Gedanken überhaupt mal habe. Sowieso, also Psychothriller und ich, das ist eigentlich sind wir nicht so Freunde, aber okay. Habe ich tatsächlich ein anderes Buch abgebrochen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das ein Buch war, das mich gerade irgendwie nicht so ganz packen kann und mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt hat zwischendurch. Also ich war so, ja klar, ich möchte jetzt schon irgendwie lesen, aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß nicht mal, ob das unbedingt an dem Buch lag oder gerade an dem Genre, dass mir das gerade nicht so liegt oder allgemein daran, dass ich sowieso gerade eine Leseflaute habe. Jedenfalls habe ich spontan gedacht, Mensch, ein Psychothriller, das ist Spannung, das könnte mich packen. Greife ich mal zu Wolf Dawn. Und ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es geht. Sie liebt. Sie lauert. Sie tötet. Der Psychiater Jan Forstner wird von einer Unbekannten mit Liebesbezeugungen überhäuft. Anfangs glaubt Jan noch an eine harmlose Schwärmerei, doch dann bittet ihn ein Journalist um Mithilfe im Falle einer mysteriösen Frau. Kurz darauf wird der Journalist ermordet. Jan erkennt, dass er ins Visier einer Wahnsinnigen geraten ist, die vor nichts zurückschreckt. Und die einzige Person, die ihm noch helfen könnte, ist zum Schweigen verdammt. Einer der besten Psychokrimi-Autoren Deutschlands, sagt die Brigitte. Dem kann ich übrigens zustimmen. Ich kann schon mal so viel sagen, diese Inhaltsangabe zieht sich tatsächlich auf die ersten Seiten des Buches. Und da steckt so viel mehr drin. Es ist tatsächlich so, dass Kalte Stille den gleichen Hauptcharakter hat, also Jan Forstner. Es ist allerdings jetzt nicht direkt so, dass darauf aufgebaut wird. Also man kann die beiden Bücher auch unabhängig voneinander lesen. Wenn man allerdings beschließt, beide zusammen zu lesen, dann sollte man wirklich erst Kalte Stille lesen und dann Dunkler Wahn, aber es geht halt auch unabhängig. In diesem Buch wird manchmal auf Kalte Stille Bezug genommen, aber nicht so, dass man den kompletten Inhalt kennen muss. Also man kann auch super mit dem Charakter klarkommen, ohne quasi seine Vorgeschichte zu kennen, auch wenn es natürlich immer schön ist. Und gerade dadurch, dass diese verschiedenen Charakterbeziehungen kommen, habe ich halt für mich beschlossen, dass ich die Wolf Dawn Bücher alle in der richtigen Reihenfolge lesen möchte. Abgesehen davon, dass ich Mein böses Herz halt schon gelesen habe. Und bisher bin ich da ganz zufrieden mit. Ich habe tatsächlich, ich glaube, am Sonntag, am 12. November erst angefangen mit dem Buch. Und bin schon richtig gut reingekommen an dem Abend und dann am nächsten Tag auch. Und ich war halt krankgeschrieben zu dem Zeitpunkt, heißt, ich hatte tatsächlich viel Zeit. Allerdings war ich wirklich krank und konnte dadurch gar nicht so viel lesen. Habe auch viel Serie geguckt einfach, weil ich auch viel geschlafen habe. Und habe dann aber gelesen und gelesen, hatte dann bis Mittwoch oder Donnerstag grob so das halbe Buch durch. Und dann habe ich Mittwochabend noch gelesen, dann habe ich Donnerstag gelesen und hatte Donnerstag den Fehler gemacht, beziehungsweise den Gedanken, dass ich erstmals mal gesagt habe, okay, ich lese jetzt mal wieder vor der Arbeit, also morgens, und beim Frühstück habe ich dann gelesen. Was relativ blöd war, weil dadurch ist spontan dieses Buch mit in meine Arbeitstasche gerutscht.
Was natürlich nicht funktioniert, ne? Auf der Arbeit hast du ja deinen Job, den du erledigen musst. Und naja, bei mir ist dann halt Lesen einfach zwischendurch nicht. Das heißt, ich wusste, dieses Buch ist quasi ein Bild da neben mir. Ich kann aber nicht lesen. Das war ganz schön gemein. Dann habe ich in der Pause weitergelesen, dann habe ich abends weitergelesen. Und abends dachte ich mir dann so, ach komm, ich lese jetzt noch mal ein bisschen Kapitel abends. Und ja, letztendlich war es dann tatsächlich mal so, dass ich seit einer Ewigkeit, ich glaube seit über einem Jahr ist mir das nicht mehr passiert, dass ich bis in die Nacht hineingelesen habe, um dieses Buch zu beenden, weil es wirklich ab der Mitte an so spannend war, dass ich es nicht einmal mehr zur Seite legen konnte. Und letztendlich habe ich dann um 2 Uhr nachts dieses Buch beendet, bin mit nur 4,5 Stunden Schlaf am nächsten Tag zur Arbeit gegangen und habe daraufhin erstmal den Nachmittag verschlafen. Aber ich bin absolut begeistert. Also, ich bin wirklich in einer Leseflaute momentan. Ich habe in diesem Jahr erst 12 Bücher gelesen, wovon dieses hier das 12. Buch ist. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in unter einer Woche dieses Buch beenden konnte. Und ja, jetzt möchte ich euch auch noch mal ein bisschen darüber erzählen, warum es mich so packen konnte. Wir haben diverse unterschiedliche Charaktere, die wir alle aus der RCS-Perspektive quasi mitbekommen, aber je nachdem, bei welchem Charakter wir uns gerade befinden, hat man eben auch diesen Einblick in die Gefühlswelt. Und es ist unheimlich spannend, wie Wulf Dorn es schafft, diese Spannung aufrechtzuerhalten, indem er hierhin springt, dann mal wieder dahin springt und der Zuschauer eben oder der Leser eben nicht alles immer erfährt. Das ist super mega gemein. Aber super grandios gemacht, dadurch bleibt man einfach dran. Was ich ebenfalls super liebe, ist die Tatsache, dass wir sehr kurze Kapitel haben. Also ich glaube, das längste sind so 5, 6, 7 Seiten vielleicht. Das kürzeste sind so 1,5 Seiten. Dementsprechend haben wir auf diesen 426 Buchseiten über 75 Kapitel. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil wenn ich weiß, dass dieses Kapitel endet in 2 Seiten, dann lese ich weiter. Wenn ich aber allerdings weiß, ein Kapitel endet erst in 30 Seiten, dann lese ich nicht gerne weiter. Was also definitiv ein Pluspunkt war, dass ich dieses Buch so schnell lesen konnte. Und Wulf Dorn schreibt natürlich einfach super flüssig. Man hat sofort ein Bild davon, wo man sich befindet, wie dieser Charakter drauf ist und alle Charaktere, auch wenn es tatsächlich relativ viele sind, die irgendwo wichtig sind und auf die er Bezug nimmt, haben sie alle eine ganz eigene Figur bekommen, ihren ganz eigenen Charakterzug und eigene Charaktereigenschaften und sind tatsächlich lebendig geworden. Und das finde ich so super grandios. Letztendlich spielt dieses Buch in der Waldklinik in Fahlenberg. Das ist ein Ort, an den Wulf Dorn sich tatsächlich häufiger gerne mal verschlägt mit seinen Büchern. Und ja, unser Hauptcharakter ist halt ein Psychiater. Jetzt muss ich sagen, ich liebe es, wenn in dieser Art von Büchern eben die Psyche des Menschen auseinandergenommen wird. Und das habe ich schon an seinen ersten Büchern so toll gefunden. Und auch hier ist es einfach so, es wird einem klar gemacht, dass es nur einen ganz kleinen Auslöser geben muss, der sofort irgendetwas in unserem Gehirn auslöst. Und schon hat ein einzelner Mensch eine komplett andere Wahrnehmung. Oder hat mit irgendwelchen Dingen ein Problem oder man entwickelt eine Phobie oder man entwickelt eben irgendwas, wo man dann direkt so eine Verknüpfung mit hat. Also wenn so eine kleine Art von Trauma, beziehungsweise ja nicht mal unbedingt ein kleines Trauma, ein Trauma muss ja eigentlich immer schon so ein Einschlag im Leben gewesen sein. Was das einfach mit der menschlichen Psyche anstellen kann und worauf das im Endeffekt hinauslaufen kann, das ist einfach krass. Und Wulf Dorn schafft es zum einen, das super gut darzustellen und zu beschreiben und dann am Ende dann auch so einen krassen Twist reinzubringen. Und gleichzeitig bringt er super viel Spannung damit rein. Also es ist einerseits, man lernt etwas über die menschliche Psyche und ich finde das unheimlich interessant. Und gleichzeitig ist es aber super mega spannend einfach, weil es halt in der Theorie so real ist. Und jedem theoretisch passieren kann. Man braucht einfach irgendwo so ein Trauma und schon macht deine Psyche so plupp, klick und plupp und du bist komplett anders. Oder du bist nicht mehr der Mensch, der du vorher warst und du bist auf einmal bereit, irgendwelche bösartigen Sachen zu machen,
die man im Normalfall nicht machen würde. Und das ist einfach sehr gruselig zum einen, zum anderen aber auch, naja, krass. Und ich habe tatsächlich danach gedacht, oh, kann ich jetzt überhaupt schlafen? Ich muss nämlich sagen, gegen Ende ist das Buch schon noch etwas blutig geworden und ein bisschen scharfe Gegenstände sind noch hervorgeholt worden. Und da war ich tatsächlich so ein bisschen so, ja, also da bin ich an meine Grenzen gekommen. Wenn viel Blut im Spiel ist, dann komme ich an meine Grenzen. Ich habe es allerdings gut überstanden und ich habe tatsächlich sehr gut schlafen können. Ich hatte allerdings, ich war auch echt müde und ich konnte super gut danach noch schlafen. Es war in Ordnung. Da habe ich tatsächlich erst ein bisschen Angst gehabt. Ja, aber es war einfach super. Ich bin super begeistert davon, dass dieses Buch mich so aus meiner Leseflaute hochziehen konnte. Ich hoffe, das hält jetzt noch ein bisschen an. Und ja, ich bin einfach begeistert davon, von dieser Story. Gut, es ist ein bisschen fies, sein Hauptcharakter, der schon mal einmal durch die Hölle gegangen ist und jetzt nochmal durch die Hölle zu schicken, aber es ist einfach, es passte und es passt super gut rein und diese Weiterentwicklung und allgemein der ganze Storyaufbau ist super. Also wir haben eine relativ gut leserliche Schrift. Trotzdem sind es 426 Seiten, aber ich muss sagen, ich habe diese 426 Seiten fast gar nicht bemerkt. Es war super leicht runterzulesen und ich bin absolut begeistert und deswegen bekommt dieses Buch von mir auch wirklich volle 5 Sterne. Ich glaube, ich kann sagen, dass Dunkler Wahn von Wulf Dorn eins meiner absoluten Lesehighlights in diesem Jahr werden wird. Gut, in Anbetracht der Tatsache, dass ich tatsächlich nicht so viel gelesen habe, ist das jetzt nicht so schwer. Aber ich bin definitiv begeistert. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen am Überlegen, ob ich direkt einen weiteren Psycho-Thriller hinterher schiebe. Einfach, weil das scheinbar gerade irgendwie mein Genre ist. Allerdings weiß ich nicht, ob es dann vielleicht zu viel wird. Ich hätte nämlich Phobia von Wulf Dorn als mein nächstes Buch von ihm hier stehen. Dazwischen ist halt Mein böses Herz. Das hab ich nun allerdings schon gelesen. Deswegen wäre Phobia als nächstes dran. Allerdings muss ich gestehen, ich habe Angst vor diesem Cover. Ich finde dieses Cover unheimlich gruselig. Das ist, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das nachts an meinem Schreibtisch liegen haben, auf meinem Nachttisch liegen haben möchte. Ich bin also noch ein bisschen unentschlossen, aber möglicherweise wird Phobia mein nächstes Buch. Andererseits könnte ich jetzt auch vielleicht doch mal wieder ein bisschen Fantasy vertragen. Ich bin mir absolut noch nicht so ganz sicher, aber hey, Dunkler Wahn hat mich erstmal richtig gut rausziehen können aus einer kleinen Leseflaute. Ich hatte wieder richtig viel Spaß am Lesen und bin wieder den ganzen Tag über mit einem Buch durch die Gegend gelaufen, bin nach unten gegangen, hatte mein Buch in der Hand, habe mir was zu essen gemacht, hatte mein Buch in der Hand und das ist ein Gefühl, das ich wirklich sehr, sehr, sehr vermisst habe. Und deswegen bin ich unheimlich froh, dass mir Wulf Dorn das jetzt wieder geben konnte und ich liebe seine Bücher einfach. Tja. Und er hat mich davon überzeugt, dass ich doch mal ab und zu einen Psychothriller vertragen kann. Also von daher, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt bin ich gespannt. Habt ihr Wulf Dorn Bücher schon mal gelesen? Oder lest ihr tatsächlich keine Psychothriller? Oder seid ihr nur Psychothriller-Leser? Wie handhabt ihr das? Könnt ihr mehrere Psychothriller hintereinander lesen? Oder müsst ihr auch so ein bisschen in den Genres hin und her springen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Und ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bye, bye!